Da reitet sie. Eine glückliche, zukünftige Prinzessin. Und jedes Jahr, so um die Weihnachtszeit, wollen tausende Mädchen und Frauen so sein wie sie. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, eine tschechisch-deutsche Koproduktion aus den 70er Jahren, ist zum Kultfilm geworden. Die tschechische Schauspielerin Libuscha Frankova hat das Aschenbrödel gespielt. Im Gegensatz zu ihrer Rolle war sie privat eher zurückhaltend und in all den Jahren hat sie nur einmal ein Interview zu diesem Film gegeben. Das klingt jetzt wahrscheinlich unglaubwürdig, aber das war mein Lieblingsmärchen. Als ich 4 oder 5 Jahre alt war, habe ich meine Großmutter jeden Abend gebeten, es mir zu erzählen. Und es ist möglich, dass ich mir die Aschenbrödelrolle mit dieser kindlichen Fantasie herbeigewünscht habe. Denn anders kann ich es mir gar nicht vorstellen, warum das Los bei diesem Märchen auf mich gefallen ist. Worin besteht eigentlich der Zauber dieses Films? Diese Frage versucht eine Ausstellung zu beantworten, die seit Ende 2009 im Schloss Moritzburg jedes Jahr zur Winterzeit gezeigt wird. Die Idee dafür stammt von den Besuchern des Schlosses selbst. Sie haben immer wieder nach der Treppe gesucht, auf der Aschenbrödel ihren Schuh verlor, und nach dem Saal, in dem damals getanzt wurde. Denn in Moritzburg wurden im Winter 1972-73 die Außenaufnahmen des Königsschlosses gedreht. Hier war es also, wo Aschenbrödel zaghaft und verfroren durch ein Loch der vereisten Scheibe in den Ballsaal lugte. Doch zur Enttäuschung der Fans gibt es den Ballsaal gar nicht. Er stand als Kulisse in den Babelsberger DEFA-Studios. Als kleinen Trost haben die Ausstellungsmacher eine Miniatur nachbauen lassen und die Besucher können seither, genau wie damals, Aschenbrödel verstohlen die Tanzenden beobachten. Der Ballsaal hat die Hälfte eines großen Filmstudios ausgefüllt. Wir haben Szenen aus Renaissance-Gemälden ausgesucht und diese dann vergrößert an die Wände malen lassen. Warum begeistert uns dieses Märchen auch nach fast 50 Jahren noch? Es liegt wohl an der emanzipierten Hauptfigur. Dieses Aschenbrödel wartet nicht auf den Prinzen. Sie nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Wem gehört der Pfeil? Sie ist frech und sportlich, sie stiftet Verwirrung und gibt Rätsel auf. Statt seufzend in die Arme des Prinzen zu sinken, muss er sie suchen gehen. Ich war sofort verzaubert von dem Drehbuch, denn das war eine sehr gute und ganz neuartige Überarbeitung des ursprünglichen Märchens von Božena Němcová. Es rückte Aschenbrödel in ein völlig anderes Licht. Sie ist ein selbstständiges und mutiges Mädchen, das Dinge kann, die Mädchen in ihrem Alter normalerweise nicht können, wie Armbrustschießen, auf dem Pferd sitzen und so weiter. Und so habe ich mir gesagt, das könnte ein schöner Film werden. Es war ein Wunder, dass ich den Watzlaw getroffen habe. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Wenn es ein anderer gedreht hätte, dann wäre Aschenbrödel wahrscheinlich zu einem romantischen Wesen geworden. Das wäre einfach so durchgerauscht. Aber ich denke, diese Umsetzung geht allen Mädchen zu Herzen und auch den Jungen. Ich will es in die Welt hinausschreien, dass ich mir der Kopf vor lauter Glück dreht, dass ich mich verliebt habe und dass ich Hochzeit halten will. Was haben Sie dabei vergessen? Was denn? Die Braut zu fragen, ob sie auch möchte. Wer ist sie? Wir werden es erfahren. Ich glaube, dass dieser Film seinen Erfolg hat. Meine Kinder sehen ihn jedes Mal zu Weihnachten. Liegt daran, dass er herzlich erzählt worden ist. Eine große Rolle spielt sicherlich auch Karel Svobodas wunderschöne Musik, die sofort ins Ohr geht und dort bleibt. Warum Drei Haselnüsse für Aschenbrödel aber zum Weihnachtsfilm wurde, das ist wohl eine andere Geschichte. Aber wir sollten die Schauspielerin Libuscha Frankova nicht nur als das ewige Aschenbrödel in Erinnerung behalten. Sie war 19, als sie diese Rolle spielte. Danach ging eine große Karriere für sie los. Sie spielte auf Theaterbühnen und in zahllosen Fernseh- und Kinofilmen. So gab sie 1996 in dem Film Kolja eine Sängerin, die ein Verhältnis mit einem Cellisten hat.
Bist du mal verheiratet gewesen? Nein, noch nie. In dem Fall habe ich auf meinen Vater gehört. Der hat immer gesagt, wenn du Musik machen willst, darfst du nicht heiraten. Der Film wurde ein riesiger künstlerischer und kommerzieller Erfolg. Er erhielt 1997 den Oscar und lockte im kleinen Tschechien fast 1,4 Millionen Menschen in die Kinos. Was ist mit dir? Hast du einen Schluck auf? Ein bisschen. Habe ich immer nach. Naja, nach. Du weißt schon. Immer, wenn es am schönsten ist. So, so. Weiß ich mich sicher in des Herrn Schoß. Gestern früh erlag Libuše Šafránková zwei Tage nach ihrem 68. Geburtstag in einem Prager Krankenhaus ihrer Krebserkrankung.